Willkommen zu dieser Chakrenentspannung. Ich lade dich ein, dich so absolut bequem, gemütlich, wie du magst, hinzulegen, dich in dich selber hineinzukuscheln, während du liegst. Wenn du auf dem Rücken liegst, vielleicht mit Kissen unter deinen Knien oder deinen Oberschenkeln, die Beine mehr als hüftweit auseinander, dir Raum in deinen Achselhöhlen schenken, die Oberarme nach außen rotieren, Handinnenflächen, vielleicht einmal zur Decke öffnen und dann ganz natürlich wieder einrollen lassen. Und wie immer du hier liegst, schau, was braucht dein Körper noch? Wie möchtest du ruhen? In deiner Zeit hier, die du dir schenkst, dir widmest. Die du deinen Energiezentren widmest. Und dann, wenn du einen guten inneren Ort für dich gefunden hast und einen äußeren Ort, an dem du gut liegen kannst, lade ich dich ein, dort anzukommen mit ein paar bewussten Atemzügen. Und wie wäre es, dich mit jeder Einatmung zu öffnen? Öffnen für Loslassen und Entspannung und mit jeder Ausatmung wie das Befreien, was blockiert, Entspannung zu erleben. Dann deinen Atem ganz natürlich weiterfließen zu lassen. Und dich der Erde hinzugeben, deine Füße im Boden hinein zu entspannen. Die Waden loszulassen, die Knie, alles halten in deinen Oberschenkeln, in den Hüften, den Leisten und deinem Becken, die abzugeben der Erde, anzuvertrauen. Ein Abgeben des Bauches in den unteren Rücken zur Erde hin. Ein Loslassen im Brustbein in den Raum zwischen deine Schulterblätter an dem Boden. Entspannen und loslassen im Hals, im Nacken, in den Schultern. Die Innenseiten der Oberarme, die Außenseiten der Oberarme entspannen. Und
die Innenseiten der Unterarme, die Außenseiten der Unterarme legen. Loslassen in den Händen, in den Fingern. In der Haut, die deine Finger miteinander verbindet. Und der Haut unter deinen Fingernägeln. Entspannung in die Stirn einladen, die sich wie über die Schläfen Richtung Hinterkopf ausbreitet. Ein Weichwerden in deinen Wangen, im Mund, in den Lippen, in deiner Zunge. Und deinen Zähnen. Die Augen geschlossen, ruhen im Hinterkopf, der sich der Erde hingibt. Dein Scheitel ganz weich, entspannt, ruht auf der Schädeldecke. Dann bring deine Aufmerksamkeit in deine Fußsohlen und visualisier dir ein tiefrotes Licht, das mit der Einatmung durch deine Fußsohlen in dich hineinfließt. Tiefrot glühend wie die Mitte der Erde und sich ausbreitet in deinen Zehen, in den Füßen, nach oben steigt, in die Fußgelenke, durch die Waden und Schienbein, in die Knie, sich ausdehnt. Und strahlt in den Raum deiner Knie hinein und weiter nach oben leuchtet tiefrot glühendes Licht, das sich ausbreitet auf den Innenseiten deiner Oberschenkel, auf den Außenseiten der Oberschenkel bis in deine Leisten hinein und sich ausdehnt in deinem Beckenraum, in deiner Beckenschale. Mit der Einatmung spürst du den Strom des tiefrot glühenden Lichtes von unten nach oben in dich hineinstrahlen. Mit deiner Ausatmung verbreitet sich das tiefrot glühende Licht in deinem Beckenraum, erfüllt deine Genitalien, deinen Beckenboden. Mit Qualitäten von Vertrauen, von Urvertrauen, Sicherheit, Geborgenheit. Mit der Einatmung fließt das tiefrot glühende Licht weiter nach oben in deinen Körper und vermengt sich mit einem orange strahlenden Licht, sodass rot-orange
vermengtes Licht sich durch deinen Unterbauch bewegt, zum Kreuzbein hin, Unterbauch, zu deinem eigenen süßen Wohnort, deinem Svadhisthana Chakra. Mit der Ausatmung verbreitet sich orangefarbenes Licht in deiner Kreuzbeingegend, Sakralchakra, Unterbauch, und verteilt in deinen Zellen Qualitäten wie Leidenschaft, Lebensfreude, Liebe zum eigenen Körper, Kreativität. Und spür, wie das orangefarbene Licht sich hier ausdehnt, dich füllt mit diesen Qualitäten. Und mit deiner Einatmung vermengt sich orangenes Licht mit einem goldgelbenen Licht und strahlt nach oben durch den Bauchraum bis hin zu dem Bereich unterhalb deiner Rippen. Und mit der Ausatmung verteilt sich goldgelbenes Licht in dem Bereich deines Solarplexus, des leuchtenden Juwels zwischen Bauchnabel und unteren Rippen. Und dieses goldgelbene Licht strahlt in deine Zellen Qualitäten von Mitgefühl, Kraft, Sensibilität. Mit der Einatmung vermixt sich gelbes Licht mit einem grünen Licht. Ein gelb-grünes Licht bewegt sich durch deinen Körper, im Herzraum. Und mit der Ausatmung verteilt sich grünes Licht im Anahata Chakra, deinem Herzchakra, im Herzraum, in den Armen, in den Händen. Das grüne Licht schenkt dir Qualitäten von Geborgenheit, Offenheit, Nächstenliebe, Gefühlswärme. Mit deiner Einatmung strahlt grünes Licht nach oben und vermixt sich mit hellblauem Licht, sodass grün-hellblaues Licht sich vom Herzraum zum Kehlchakra hin bewegt. Mit der Ausatmung strahlt hellblaues Licht im Bereich von Kehlkopf, Halswirbelsäule und schenkt dir Qualitäten wie Wahrheit, Wortbewusstsein, Inspiration. Und mit deiner Einatmung strahlt hellblaues Licht vom Kehlchakra weiter nach oben und vermixt sich mit dunkelblauem Licht. Steigt nach oben hellblau, dunkelblaues Licht durch deinen Kopf
Und mit der Ausatmung strahlt dunkelblaues Licht in dein Stirnchakra hinein, in den Bereich zwischen deinen Augenbrauen und dem Bereich dahinter. Und schenkt dir Qualitäten wie Intuition, Weisheit, Fantasie, Seelenverbundenheit. Und mit deiner Einatmung strahlt dunkelblaues Licht nach oben zum Kronenchakra hin und vermixt sich mit weiß, violett, goldenem Licht, mit der Ausatmung durch dein tausendfältiges Chakra, das Sahasrara Chakra, auf der Krone des Kopfes und dem Bereich da drüber, wie trichterförmig aus dir hinausstrahlt und Qualitäten von kosmischer Vereinigung, Spiritualität, Selbstverwirklichung in dich hineinfließen lässt. Mit deiner Einatmung spürst du, wie weiß, violett, goldenes Licht aus dem Scheitel sich trichterförmig aus dir heraus ergießt. Und mit der Ausatmung rieselt weiß-violett-goldenes Licht an deinem Körper entlang, über dein Gesicht, dein Hinterkopf, deine Schultern, deine Arme, dein Herzraum, Bauch, dein Becken, deine Beine, bis hin zu deinen Füßen. Mit der Einatmung fließt weiß, violett, goldenes Licht aus deinem Scheitel heraus. Mit der Ausatmung rieselt weiß, violett, goldenes Licht um dein Körper herum und hüllt dich ein, deinen ganzen Körper bis zu deinen Füßen. So dass du jetzt ruhst in weiß, violett, goldenem Licht. Und loslässt in dieses Licht hinein, entspannt. Alle Zellen in deinem Körper sich durchtränken lassen von diesem Licht und sich die Farben in dir vermengen, verteilen, so wie es dein Körper gerade braucht. In dir einströmen, rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, weiß, violett, gold.
und die Erde unter dir, die dich trägt. Schenk dir das Vertrauen, dich komplett hinzugeben. In den Tanz der Lichter in und um dir herum. Relax, 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 relax.
Füße, deine Beine und dein Becken in Mikrobewegungen wieder zu bewegen. Lam, 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 lam. Fang langsam an, deinen Unterbauch und Kreuzbein in Mikrobewegungen wieder zu aktivieren. Wam, 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 wam. Und dann bring die Aufmerksamkeit in dein Solarplexus unterhalb der Rippen und fang hier an, langsam wieder Mikrobewegungen einzuladen. Ram, 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 ram. Und dann deinen Herzraum wieder Bewegung zu schenken. Auch die Arme, Hände und Finger gehören zum Bereich des Herzchakras. Yam, 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 yam. Und dann in deiner Kehle und Halswirbelsäule wieder Bewegung entstehen zu lassen. Ham, 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 ham. Dann auch wieder den Bereich im Kopf hinter deinen Augen, deine Augen, deine Gesichtsmuskeln zu bewegen. Om, om. Anzufangen, den ganzen Körper zu regeln, zu strecken und dich nochmal mit dem Bereich deines Kronenchakras zu verbinden. In einem Regeln und Strecken und Bewegen. Dann nimm dir die Zeit, die du brauchst, um ganz langsam und achtsam dich wieder in dein Leben zu begeben, zum Sitzen zu kommen über die Seite, in deinem ganz eigenen Tempo. Wenn du soweit bist, die Hände vor deinem Herzen zusammenzulegen und dich vor dir und dem Leben in dir und um dich herum zu verneigen.